Heute feiern wir das Richtfest eines neuen Museums in Laubach. Das ist ein erster großer Meilenstein in der Verfolgung des Stiftungszwecks. Der lautet nämlich, der einzigartigen, umfangreichen Puppenstubensammlung der Prinzessin Monika von Hannover ein neues, dauerhaftes Zuhause zu verschaffen, die Sammlung zu erhalten und sie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Namen der Stiftung begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu diesem Ereignis heute. Ich begrüße die anwesenden Mitglieder der gräflichen Familie und ganz besonders begrüße ich die Stifterin, der wir das alles hier verdanken, Monika, Prinzessin von Hannover. So möge der Herrgott diesen Bau bewahren vor Sorgen und Nöten und allen Gefahren, vor Erdbeben, Feuer und Wassernot, vor Kriegsgetümmel mit dem Tod. Damit auch in Zukunft man noch sehen kann, was einst hier vollbrachte der Zimmermann. So trinke ich zum Schluss mein Glas jetzt leer aufs Wohl dieses Hauses, der Gemeinde zur Ehr. Ich glaube, es fiel uns allen schwer, den Zimmermeister da oben trinken zu sehen, ohne selbst ein Glas in der Hand zu haben. Ich bitte Sie, mit mir auf das Wohl dieses Hauses anzustoßen. Als ich vor ein paar Tagen der Moni gesagt habe, dass ich hier ein paar Worte sagen darf, hat sie mir sehr spontan abgeraten, mit der Begründung, ich hätte ihr vor circa 70 Jahren ihre schönste Puppe kaputt gehauen. Aber ich meine, im Miteinander von Geschwistern sind kleine Streitereien an der Tagesordnung. Außerdem ist es schon lange her und wir haben uns ja längst wieder vertragen. Wir waren 7 Geschwister, Moni das 4. und ich das 6. Kind. Du lebst jetzt wieder in Laubach, worüber sich alle Laubacher hoffentlich sehr freuen. Denn du bist ja ein Teil dieser Stadt, nicht nur, weil du hierher kommst, sondern weil du und deine Ausstrahlung eben hierher gehörst. Und so ist es dann geradezu selbstverständlich, dass deine Puppenstuben hierher nach Laubach zurückkehren. Du, liebe Moni, hast bereits in deiner frühen Kindheit damit angefangen, Puppen und alles, was dazugehört, zu sammeln und hast dich bereits als Kind derart darauf konzentriert und engagiert, dass wir Geschwister immer wieder ganz erstaunt waren. Deine Puppenstuben sind seitdem immer ein Teil deines Lebens und wohl auch ein Teil von dir selbst gewesen. Wir freuen uns sehr darüber, liebe Schwester, ich als dein Bruder und deine ganze Familie, dass deine Puppenstuben jetzt nicht mehr verschlossen und von dir behütet und verborgen werden, sondern dass du sie nun der Öffentlichkeit zeigst. Und so will ich dir an dieser Stelle für dein Engagement, deine Herzlichkeit, deine großzügige Unterstützung auch für dieses Projekt, dieses Museumsbaus, einmal sehr herzlich danken. Und ist leer. Ich hab's auch nicht. Machen wir das ja.
Dieser Tag heute, dieser Meilenstein des Richtfests zum Museum, was bedeutet er Ihnen? Viel. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass es jetzt so weit ist. Und ist ja auch ein schönes Sachen zum Fachwerkhaus. Passt, finde ich. Ein paar vielleicht auch davor, genau. Nee. Das ist doch prima. Das ist viel besser, das Ding. Cheese. So, und jetzt noch einmal, bitte. Fertig.